So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hope she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Oh oh. So viel zum Heißluftballon. Fünf Minuten und 12 Sekunden bis zum Frieden. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Mit seinem Jagdgewehr. Gehen Sie da hinten. Diesen Teil vom Spiel kenne ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich werde aber versuchen, beide zu retten. Möglichst alle drei. Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little sprinty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right. And Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Die Zeit tickt. Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here? Harry. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this Fritz? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Was beruhigt dich? Looks like you still have some fight left in you. Just machen Sie einfach nur, was er tut. Kurt, tu das nicht. His name is Kurt. Please, sir. 2 Minuten 20 just bis do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zum Reden, Harry. I came here to save you, Kurt. Don't do this. Und ich hab dich mal für meinen Freund gehalten. Hier gibt es keine can richtigen everyone Wahlen. Put their guns down so I can figure out what the hell is going on? Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Looks like reinforcements have arrived, Harry. Real soldiers. Don't do this. Die Situation entschärfen. Gehen Sie sich einfach hin, bitte. Just tell him his son's alive, sir, and we can all go home. Er war mein Junge. We've all lost people we love. All of us. Die Waffe unten, Kurt. Er fehlt mir. Nimm deine Waffe runter, Harry. Schafft. Alle drei leben.
Die Zeit tickt weiter. 7 Sekunden bis zum Frieden. 5, 4, 3, 1. Frieden. So, that was it. The Major never forgave me. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. They still do. They spared me, Katrin. But I still wonder if I should have killed Barrett. It's a burden I will have to live with. What happened to Max goes unpunished. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. No doubt they will praise him for his heroism. But, Katrin, we know the truth. We know who he really is. They will not keep me for much longer. Please tell Luzi. I'm sorry. I will be home soon. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. So, das war 1111 Memories Retold. Ein fantastisches Spiel. Super Katzensimulator auf jeden Fall. Ich warte jetzt hier. Und das Ende hat mich überrascht. Macht aber komplett Sinn. Wir haben alle drei gerettet, was erstmal nach einem Happy End klingt, aber da kann es kein Happy End geben. Und so gab es ein Ende voller Reue für Kurt, auch wenn er wieder nach Hause geht. Er bereut, Barrett nicht erschossen zu haben für den Rest seines Lebens. Harry hat alles richtig gemacht und wird als Verräter gebrandmarkt, weil er den Deutschen nicht erschossen hat. Und Barrett, ein vielseitiger Charakter mit guten wie schlechten Zügen, besonders schlechten Zügen, wird als Herd. Als Herd. Als Held verehrt. Naja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, damit ihr auch die nächsten Spiele nicht verpasst. Und ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und ich sehe euch nächstes Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut.